So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX eröffnete heute mit einem Gap Down und wurde aber dann anschließend von den Bullen wieder überrannt. Also sehr volatil, sehr volatiler Handelsstart. Und zunächst vorbörslich war der DAX knapp über dieser Marke, über dieser 9920er Marke, der Wochenwiderstand, was im Prinzip möglich war mit dem Gap Up, aber eben durch die Buyer, ich schau mal gerade, ja hier, die Buyer AG hat wieder, oder beziehungsweise hat jetzt definitiv ein Übernahmeangebot, Monsanto gegeben und kommt nochmals wieder stärker unter Druck. War sicherlich ein Grund, wieso der DAX heute Vormittag kurz zur Schwäche geneigt hat. Aber wenn man jetzt hier die nächste Stundenkerze sieht, ist es ja ein wirklicher Bullenkonter. Jetzt ist er hier im Stundenchart am EMA 200 angekommen und könnte jetzt hier nochmal einen kleinen Rücklauf dann starten und dann womöglich weiter ansteigen. Hier hat sich weiterhin die dritte Kaufzone bewährt und ja, hier lässt sich jetzt hier nichts bewegen. Jetzt geht's. Also hier die 9775er Marke ist jetzt hier definitiv ja, die neue Sellmarke. Also unter diese soll der DAX eben nicht mehr zurückfallen. Ob es jetzt hier nochmal volatil hin und her geht, ein Ausbruch nach oben, ist eher, wenn die letzten Hochs eben rausgenommen werden, eben bei 10.000, bei rund 10.110 Punkten, dann denkbar. Beim S&P, wer die Wochenendanalyse gelesen hat, ist eben hier die Marke von 2041. Darüber darf es dann weiter ansteigen. Wer jetzt hier Trend Trader ist, oder hier die Ausbrüche, nimmt dann eher die Marke, ja, wenn hier der Abwärtstrend gebrochen wird, dann dürften wir die Korrektur wahrscheinlich auch beendet haben. Allerdings immer noch in meinen Augen, wenn man hier jetzt hier auch einen Tageschart sieht, ja, ist an dem EMA 10, EMA 38 eben abgeprallt und wie gesagt, erst über dieser Marke dürfte dann die Korrektur beendet sein. Im Gold, ja, die Kerze sieht jetzt, die heutige Tageskerze sieht jetzt auch nicht berauschend aus, aber erstmal lasse ich mich dadurch nicht beunruhigen. Die Kauflimits und das Nachkauflimit steht oder stand. Hier im Silber bleibt es hier dabei, eben Schlusskursbasis die 16,15 oder 1,5 Marke sollte nicht unterschritten werden. Nochmaliger, ja, schneller Ausverkauf darf von mir aus passieren, aber wie gesagt, über diesen Wochenwiderstand sollte es auch täglich darüber schließen, den Silberpreis. Öl ist jetzt hier nochmal knapp an den 200er rangelaufen und ja, da gibt es aktuell jetzt noch kein neues Setup. Man darf eben gespannt sein, ob jetzt dieser EMA 200 nach unten durchbrochen wird. Und dann gibt es ja hier noch die Aufwärtstrendlinie. Und dann könnte nochmal ein Hoch folgen, auf das, was ich noch warte auch. Beim Forex-Setups läuft aktuell nur, oder ganz frisch, eben australischer Dollar, US-Dollar. Da ist jetzt die Tageskerze auch nicht berauschend, Unterkante Rainbow abgeprallt. Und aber hier darf es oder sollte es wirklich nicht unter das letzte Tief gehen. Sonst muss man eventuell eben, wenn es nochmal eine geeignete Tageskerze gibt, eine Umkehrkerze, eben neu einsteigen. Aber hier sollte es schon demnächst auch wieder
also eine größere Pullback-Bewegung eben stattfinden. So, was haben wir da noch? Pfund gegen neuseeländischen Dollar kam hier wieder an das Ausbruchsniveau zurück. Ist hier jetzt natürlich eine Unterstützung. Die Tageskerze gefällt mir bislang sehr. Und ja, gegen Abend vielleicht, wenn die Kerze so bleibt, kommt ein neues Setup. Entweder auch mit dem Stopp oder sogar noch einen engeren Stopp. Dann könnte man hier nochmal eine Long-Position eingehen, eine spekulative. Beim letzten Monstersignal, was er hier am Kursziel direkt gedreht hat, wäre im Prinzip erstmal hier, könnte es direkt nach oben gehen, schöner wäre es nochmal runter und dann nochmal neues Hoch. Also hier warte ich eher auf einen Rücklauf, anstatt dass man jetzt hier sich in die Aufwärtsbewegung einkauft. Noch ein bisschen älteres Setup, was noch hier genau gepasst hat mit dem Stoppkurs. Das erste Kursziel wurde hier erreicht. Dann gab es eben Rücklauf, beziehungsweise das Kursziel höher. Der Rücklauf fand Gott sei Dank nicht zu tief statt. Und hier ist noch im Prinzip ein Kursziel offen. Aber jetzt eben gibt es ja auch kurzfristig natürlich keine Einstiegssignale. Was am Wochenende ich noch per Screening gefunden habe, was jetzt aber noch nicht aktiv ist, ist für mich definitiv die Jinko Solar. Über 23 US-Dollar werden hier einige Widerstände aus dem Markt genommen und eben eine dynamische Aufwärtsbewegung sollte dann folgen. Bei Daimler ist bislang kein Kaufsignal erfolgt. Das ist natürlich jetzt auch eine schöne Tageskerze, womöglich auch bei vielen DAX-Werten im Moment. Das natürlich zuerst runter ging, jetzt nach oben, also hier die Marke bleibt. Trillisch wäre jetzt hier für mich noch ein kleiner Rücklauf möglich gewesen, um dann schön einzusteigen. Hier ist es jetzt leicht nach oben ausgebrochen, schon ein Dialog ist jetzt hier weggelaufen am Wochenende. War es hier schön, dass die Abwärtsbewegung fertig war, aber ist jetzt gleich mit einem Gap-Up gestartet. Muss man eben auch sehen, ob man jetzt hier ja, Chance-Risiko-Verhältnis jetzt maximal eben 1:1 ist. Zwar möglich, dass es eben im Prinzip jetzt hier das Kursziel erreicht, aber ein Einstieg erfolgt jetzt nicht. Hier bei der Xing-Aktie ist hier jetzt schön die Bewegung schon da gewesen. Allerdings erst über diesem Hoch, beziehungsweise eben wenn der Abwärtstrend hier gebrochen wird, könnte es schön nach oben gehen. Dann wäre das hier auch die Korrekturbewegung zu Ende. Der Titel befindet sich ja in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Also sollte man hier eher nach Kaufsignalen eben schauen. Die ATVA wurde ja vorgestellt letzte Woche schon. Jetzt erreicht die jetzt fast die Marke. Da hat jetzt aber nur der Chart eben gefehlt. Liegt jetzt hier direkt an der Abwärtstrendlinie. Und ja, könnte jetzt hier die EMAs eben irgendwann in den nächsten Tagen durchbrechen und Richtung 59 dann starten. Ob es dann direkt weiter nach oben geht, muss man eben dann abwarten. Da wenn man hier sieht, ist es auch erstmal eine Aufwärtsbewegung. Das war's. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder. Danke.